Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, von mir auch an die Hörerinnen und Hörer einen wunderschönen guten Tag. Und jetzt muss ich erstmal mein Dokument aufmachen, was wir alles im Programm haben. Wir haben zum einen den Film The Outfit, den hat der Chris in der Sneak Preview gesehen gehabt. Und da wird er uns erzählen, ob es da um die Mafia geht oder um Anziehsachen. Und ja? Ja. Wolltest du schon was sagen? Nee. Nein. Dann gibt es natürlich die Sneak-Tipps. Wir überlegen mal, was da eventuell morgen in der Sneak-Preview in Stuttgart kommen könnte, was ihr dann nächste Woche hier auf jeden Fall in der Sendung hört. Und ich habe noch zwei Filme gesehen, nämlich einmal How It Ends auf Netflix und Nobody auf Sky. Und darüber würde ich dann gerne erzählen. Aber jetzt erstmal der Chris dran mit dem Film The Outfit. The Outfit versetzt uns in das Jahr 1956 nach Chicago. Dort lernen wir Leonard kennen, Leonard Burling, der einen Laden betreibt, einen kleinen, ja, ich will jetzt nicht sagen Schneiderbetrieb, weil gegen diesen Begriff der Schneider wehrt er sich, weil er nennt sich selbst der Cutter, da er von der Pike auf gelernt hat, diese Wertigkeit vom Erstellen von solchen Anzügen, die er eben dort anbietet. Also es sind maßgeschneiderte Anzüge für Herren und er hat einen sehr, nennen wir es, reichen Kundenstamm, den er da bedient. Und zu diesen sehr wohlhabenden, zu diesen reichen Kunden gehört auch Richie Boyle, der wird verkörpert von Dylan O'Brien. Und der wiederum ist Sohn von Roy Boyle, einem Mafia-Boss von Chicago. Und jetzt haben wir genau alles so weit drin, was der Erik schon im Anfangs gesagt hatte. Der ganze Film, kann ich gleich mal sagen, kommt mit extrem wenig Schauspielern aus und mit nur einem Setting. Und das ist der kleine Laden von English, wie er von seinen Kunden hauptsächlich genannt wird, hauptsächlich von den Mafia-Kunden auch, wird er English genannt, weil er ja eben aus England rüberkam. Der Mafia-Boss Roy Boyle war einst einer der ersten Kunden, die Leonard hatte oder die English hatte. Und deswegen steht da schon auch so eine kleine Verbindung. Aber es war und ist immer der Grundsatz von English zu sagen, nein, ich halte mich aus den Geschäften raus. Ich will da nichts wissen, ich will da nichts zu hören, ich will da nichts zu sehen. Interessiert mich alles nicht. Aber in seinem Geschäft gibt es tatsächlich einen kleinen stillen Briefkasten, wo Nachrichten eben auch deponiert werden. Und eines Tages holt eben hier der junge Richie einen Brief raus, den er zusammen mit seinem Kollegen Francis, gespielt von Johnny Flynn, also mit seinem, ja, ist so ein bisschen undurchsichtig. Die einen sagen Cousin oder er sagt einem einfach mal Cousin, aber ist wohl nicht Cousin, sondern auch nur ein Angestellter von dem Mafia-Clan einfach, der sich schon 6 Kugeln für den Vater eingefangen hat, was ganz arg wichtig ist, weil das immer wieder auch Thema ist, weil er würde ja alles für den tun. Und dabei kommt es raus, dass er einen komischen Brief bekommt mit einem komischen Siegel drauf. Und es geht eben dann darum, okay, anscheinend haben wir eine Ratte im System. Zumindest ist Francis komplett davon überzeugt, dass es eine Ratte im System gibt, die Geheimnisse an rivalisierende Mafia-Gangs und Clans durchsteckt. Und jetzt ist natürlich die Frage, gibt's das überhaupt? Weil Richie sagt, nee, gibt's gar nicht, das, was Francis da sich denkt. Keine Chance, weil das wüsste er. Das wäre ihm schon aufgefallen. Francis ist total davon überzeugt, dass irgendjemand Sachen an die La Fontaine, heißt die andere, die rivalisierende Gang, an die La Fontaines durchsteckt. Und so. Oscar? Nee, nicht Oscar La Fontaine, auch nicht
Pat LaFontaine, der ehemalige Eishockeyspieler. Und so ergibt es sich eben, dass es ja zu Schwierigkeiten kommt, weil Richie und Francis sich nicht ganz so grün sind, obwohl die zusammenarbeiten. Richie sieht halt in Francis den absoluten Schleimer für seinen Dad oder für den Staatsthronfolger eher, dass das Francis das mehr oder weniger sein soll. Und dann gibt es noch die Rolle von Mabel, die Buchhalterin von English, von dem kleinen Laden. Die wird gespielt von Zoe Deutsch. Und die hat auch noch ein kleines Wörtchen damit zu reden, weil die steckt tatsächlich als Angestellte von English irgendwie auch mit drin, weil, und das kommt auch raus, sie das Date von Richie ist. Aha. So. Entspinnt sich das dann so wie bei Frau Müller muss weg, dann alles so in dem Raum, jeder kommt rein. Ja, es spielt sich halt alles in diesem kleinen Geschäft ab, also im Vorzimmer, im Hinterzimmer, in dem Schneidereibereich und alles. Also es ist schon, ja, relativ spannend, weil Francis und Richie dann losgehen und sie kommen zurück mit Richie ziemlich heftig verwundet, weswegen English ihn zusammenflickt, mehr oder weniger. Und dann immer so die Frage auch ist, warum kannst du das? Und er sagt, ja, ich habe im Krieg gekämpft. Nee, schon im anderen Krieg. Als Francis das dachte, und er rettet damit Richie mehr oder weniger das Leben. Und irgendwas ist gewaltig faul in diesem Mafia-Gedöns, in diesem Mafia-Spiel, weil auch immer wieder Briefe kommen, oder weil auch dann wieder ein Brief da ist von eben der Vereinigung, die Outfit, die wohl gegründet werden oder gegründet wurde nach der Zeit von Al Capone. Und da wollen die natürlich irgendwie auch rein in diese Vereinigung, weil das ist das Ding schlechthin, und dann hast du die absolute Macht und blablabla. Das spielt auch noch mit eine Rolle. Und dann taucht eben ein Koffer auf, der unbedingt beschützt werden muss. Und in diesem Koffer befindet sich ein Tape, weil das FBI, wie sich dann herausstellt, hier abgehört hat. So, aber arg viel mehr kann ich jetzt schon fast nicht mehr verraten, weil die Theorie mit der Ratte dann tatsächlich irgendwo real wird. Und es entspinnt sich auf jeden Fall ein sehr, wie ich fand, sehr spannender und sehr gut durchdachter Thriller mit sehr viel, auch wenn es nicht so klingt, Situationskomik teilweise auch, was dem Ganzen geschuldet ist, dass Mark Rylance einfach großartig daherkommt, wirklich seine ganze Art, sein ganzes Ding, wie er das angeht, wie er mit den Leuten auch immer spricht und eigentlich versucht, sich da mehr oder weniger rauszuhalten und da eigentlich gar nichts zu tun haben möchte, weil er hat ja nur seinen kleinen Laden, den er unbedingt behalten möchte. Und die Geflechte an Lügen und Räubergeschichten, die da entstehen, wer das Ganze mit seinem Leben bezahlen muss, welche Rolle die LaFontaines da noch spielen, das lasse ich jetzt mal natürlich offen, um nicht zu viel zu verraten, weil man könnte jetzt richtig, richtig viel auch noch erzählen, möchte ich aber eigentlich nicht, weil der Film tatsächlich in 105 Minuten es für mich geschafft hat, mich wirklich reinzuziehen in diese Welt. Auch deine Erzählung jetzt, also ich bin da voll angetan, interessiert mich sehr. Man weiß nämlich tatsächlich jetzt nicht, wer mit wem warum und wer spielt jetzt welche Rolle und warum. Und das ist echt, fand ich echt gut durchdacht. Schön auch, als dann der Mafia-Boss Roy Boyle von Simon Russell Beale gespielt auftritt, und der hat einfach so einen absolut typischen Personenschützer dabei. So 2-Meter-Typ, Kreuz wie ein Schrank, wahrscheinlich auch ein paar Kilos zu viel auf den Rippen und eine Schrotflinte. Das ist einfach so herrlich. Allein dieses Bild ist einfach so herrlich, und auch der Umgang mit der Figur ist einfach großartig. Die macht auch sehr, sehr viel Freude dann im Endeffekt, weil es stimmig ist. Also ich fand es tatsächlich sehr, sehr stimmig, wie und was da geschieht. Dann natürlich dieses ganze Setting, und dass es wirklich wie so ein kleines Kammerspiel rüberkommt, der ohne groß von außen, mit Sachen von außen auskommt.
einfach großartig. Oder wenn es dann plötzlich im, weil es spielt alles in einer Nacht, muss man auch noch dazu sagen. Es ist alles in einer Nacht. Das ist nämlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Und dann fahren draußen ab und zu mal wieder die Polizisten vorbei und was weiß ich was. Und ja, plötzlich steht halt der Mafia-Bus da, weil Richie verschwunden ist. Also es ist ganz großartig. Ich fand es sehr großartig gemacht. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß, dass der Film teilweise ziemlich zerrissen wurde, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich gucke gerade, was da die Kritikpunkte gewesen sein sollen. Aber ansonsten, ich fand ihn großartig gespielt. Es ist echt schön durchdacht. Also IMDb 7,1 von 10 würde ich jetzt nicht gerade verreisen nennen. Also das sieht ja schon ganz gut aus. 14.000 Votes, also das ist auch schon eine gute Masse. Aber auf Filmstarts zum Beispiel hat er nur 2 von 5. Okay. Der Film läuft ja erst noch an. Da sind jetzt welche, die den auch in der Sneak Preview gesehen haben, wie wir selber ja auch schon festgestellt haben. Manchmal erwischt dich dann so ein Film auf dem falschen Fuß oder so. Und dann, ja, also hier steht jetzt ein mit starken Hauptdarstellerpunkten des Thriller-Kammerspiel, ja. Das zwar bis zum misslungenen Twist stark geschrieben, aber leider teilweise enttäuschend spannungsarm inszeniert ist. Fand ich nicht. Fand ich wirklich nicht. Aber gut. Klingt auch so nicht gehen so die Meinungen auseinander. Ich kann's, ja, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, da mal reinzugehen, sich das anzuschauen. Oder halt, ist auch ein toller Film fürs Heimkino tatsächlich. Also kann man bestimmt in der schönen Atmosphäre im dunklen Raum sehen. Lohnt sich aber auch zu Hause. Die Outfit, der startet, jetzt muss ich gucken. Den hat man den nicht letztens vorgelesen irgendwie? 2. Juni startet er wohl ins Kino. 2. Juni. Ach nee, ich hatte nachgeschaut, wann der anläuft, sowas. Ja, 2. Genau. Juni und ich fand ihn cool. Also mir hat er sehr, sehr viel gefallen. Also den muss ich deswegen auf jeden Fall sehen. Dann merke ich mir. Lohnt sich auf jeden Fall. Von mir 8 von 10 Punkten auf jeden Fall auch. Und das ist schon, denke ich, eine hohe und verdiente auch Wertung. Und wenn ich in die Sneak-Gruppe reinschaue, zwischen 7 und 10 ist alles dabei, ansonsten nichts. Also spricht für sich, denke ich. Klingt gut. Wenn du einmal in der Sneak-Gruppe bist, wie lautet denn da der Hinweis für morgen und der Tipp oder die Tipps? Der Tipp für die Sneak 1109. Das war 1110 ist es dann schon. Lautet der Tipp, ein riskanter Job. Und dann werden wir wieder mit Original, mit Untertiteln haben. Okay, dann mache ich weiter. Ja, eingegangen sind 2 Tipps. Und zwar Dog mit Channing Tatum, den hatten wir ja vorletzte Woche. Und also Channing X. Tatum, nicht Dog, hatten wir. Ja. X, ja, Channing kennst du den Film? X, don't give it to you. Kennst du den Film? Hast du schon was gehört davon? Nee. Da geht es darum, die wollen ein Porno drehen. Das ist jetzt allerdings kein schlüpfriger Film, sondern bei dem Porno passiert, geht ein bisschen was schief und da ist so ein Haunted House oder irgend sowas, wo die das drehen wollen und so. Ja, genau. Klingt ganz lustig und deswegen habe ich gedacht, ein riskanter Job, weil die da Filme drehen wollen und dann geht ein bisschen was schief. Ja. Mal schauen. Ja. Mein Omo. Ist natürlich auch spannend, wenn du auf den YouTube-Link von dir klickst, ja? Steht dran, gerade in der Sneak gesehen. Oh, also Sneak, ja, okay. Gerade in der Sneak gesehen, gute Unterhaltung, okay. Ja, also gut, dann ist der sogar, geht er sogar durch die Sneaks, okay. Dann ist die Wahrscheinlichkeit ja eben nochmal gestiegen. Und es gibt ein Bilderrätsel in der Sneak Preview in Stuttgart im Gloria, also kommt vorbei morgen. Um 20.30 Uhr beginnt diese schöne Veranstaltung. Kommt vorbei. Es gibt was zu gewinnen. We have cookies. Come to the dark side. Moment, jetzt muss ich gucken. Jetzt bin ich gespannt, ob mein Soundboard geht. Moment. Heimkino. Bin begeistert. Wir sind heute ein bisschen vorsichtig, musst du vielleicht erklären. Also so weit wie wir jetzt gekommen sind, sind wir heute die ganze Zeit noch nicht gekommen mit Aufnehmen. Deswegen ist alles hier ein bisschen, spannend. Ich habe im Heimkino, ich war ja letzte Woche unterwegs und konnte da wirklich nicht so meinen üblichen Filmkonsum, den ich so unter der Woche dann nach der Arbeit irgendwie mal habe, konnte ich dem nicht ganz so nachkommen. Und in dem Fernsehprogramm, in dem Flugzeug gab es leider nichts mehr zum Schauen. Früher gab es da mal Bildschirme, wo du mal was Cooles gucken konntest. Gibt es jetzt auch nicht mehr. Und ja, in dem Hotel, da konntest du natürlich irgendwie Pay-TV kaufen, habe ich nicht gemacht. Und die normalen Sender, da gab es so viel, ich habe da einfach durchgezappt. Und
das, kennst du das, wenn beim Fernseher, bei deinem vielleicht nicht, weil du hast ja auch einen guten, aber wenn du manchmal irgendwo bist im Hotel und beim Zappen braucht der Fernseher irgendwie 1,5-2 Sekunden, bis der umschaltet, das nervt dann irgendwann einfach. Da habe ich überhaupt keinen Bock mehr gehabt. Da habe ich geguckt, was ich da auf dem iPad noch hatte und das waren halt ein paar Serien und so. Und ja, jedenfalls deswegen war ich dann sehr, sehr trocken gelegt, die Zeit, was Filme angeht, und habe das dann, wo ich dann wieder da war, abends dann nachgeholt. Und da habe ich mir einen Film angeschaut, der heißt How It Ends auf Netflix. Und bevor ich da jetzt zu tief einsteige, muss ich vielleicht vorausschicken, es ist der Film von 2018. Es gibt einen Film auch von 2021, der genauso heißt und der, glaube ich, sogar auch auf Netflix zu finden ist. Und in dem Film, den ich jetzt beschreibe, spielt Forrest Whitaker eine der Hauptrollen, Theo James und Cat Graham. Und der Film hat eigentlich eine relativ einfache Grundstory, nämlich ein junger Mann, gespielt eben von Theo James, der ist bei seinen Schwiegereltern mal zum Essen eingeladen, irgendwo ein Stück weg. Seine Frau, die bekommt ein Kind, das erfährt man gleich ganz am Anfang. Und er will jetzt da mal zu den Schwiegereltern fahren, denen das erzählen und fliegt da so irgendwo durchs halbe Land. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo die da hingeflogen sind, durch die USA, ne? Und jedenfalls ist dann dieses Gespräch, speziell der Vater, der hat schon so irgendwie seine Vorstellung und der macht dann irgendwie deutlich, also der Vater wird gespielt von Forrest Whitaker, er macht irgendwie deutlich, dass er irgendwie nicht so ganz zu schätzen weiß, hier den Schwiegersohn und so, dass er mit dem nicht so ganz klarkommt. Und ja, dann ist es so, nach diesem etwas schiefgelaufenen Abendessen, was dann auch in so einem unbehaglichen Schweigen geendet ist, wo dann einfach klar ist, okay, der Schwiegervater mag den Schwiegersohn da überhaupt nicht so richtig. Sollst du dir mal vorkommen, ne? Ja, weiß ich nicht. Hatte ich bis jetzt noch nicht so den Fall, würde ich sagen. Da ist dann so, dass er dann im Hotelzimmer seine Freundin oder ja, Freundin, Frau, Verlobte, keine Ahnung, anruft. Und in dem Moment, wo er sie anruft, sagt sie so, oh Moment, hier ist irgendwas Komisches und so. Und dann hört er auch seltsame Geräusche am anderen Ende und dann bricht die Verbindung ab. Und man weiß nicht erstmal nicht, was da los ist. Er weiß es auch nicht. Denkt so, ja, nochmal probieren. Ah, geht nur die Mailbox ran. Und dann hört er aber, dass da wohl irgendwas Komisches passiert sein soll, weil da wären ganze Landstriche irgendwie abgeriegelt und er will sich natürlich da auf den Weg machen zu seiner Frau. Die Flughäfen sind aber alle gesperrt, da darf man nicht mehr fliegen und man will sich dann oder will sich dann irgendwie mit dem Auto hinbewegen. Und der Schwiegervater, mit dem er sich nicht verstanden hat, der kommt aber auch noch mit. Und wir stellen dann auch im Laufe des Films fest, dass in ihm oder in dem Schwiegervater doch noch ein bisschen mehr steckt, als wir eigentlich dachten. Er hat nämlich auch so einen Militärhintergrund und so. Und so ist es dann so eine Art Roadtrip durch die USA in so einem Endzeit-Szenario, wo die sich immer weiter auf das zubewegen, auf die Katastrophe oder was auch immer da passiert ist oder auf die Alien-Invasion. Ich will mal gar nicht spoilern, was da eigentlich passiert ist. Also auf jeden Fall zu dem Ort der Katastrophe wollen sie hin. Und natürlich, wie es dann immer so ist, wenn in großen Teilen so ein bisschen die Gesellschaft zusammenbricht, die Stromversorgung, Lebensmittelversorgung. Wir haben es ja so im Kleinen jetzt schon gesehen, wenn es mal kein Toilettenpapier zu kaufen gibt, wieder die Leute schon ausrasten. Ne? Und dort ist halt einfach so, dass da wirklich massiv so alles Mögliche zusammengebrochen ist, die Versorgungssituation. Und wie dann halt sich irgendwelche dubiosen Gruppen zusammenschließen und irgendwelche Straßensperren machen, um Leute zu berauben und alles Mögliche. Und man will da halt, oder die wollen halt mit ihrem Auto da quer durchkommen. Dazu kommen noch, dass das Militär viele Sachen einfach abgeriegelt hat und irgendwann musst du halt auch mal tanken. Du kannst halt auch nicht tanken, weil Tankstellen sind halt auch außer Betrieb und so müssen sie halt irgendwelche liegen gebliebenen Autos looten, was aber auch irgendwie gefährlich ist. Und ja, ich will mal nicht zu viel verraten. Sie bekommen dann auch unterwegs noch ein bisschen unerwartete Hilfe an einer Stelle und dann passieren wilde Sachen. Es passieren noch ein paar Sachen, so Facepalm-Sachen, wo man sagt, warum das jetzt oder so? Oder warum hat er das nicht so gemacht? Aber, also der Film wird auch relativ, ja, so sehr durchschnittlich bis schlecht rezensiert. Mir hat er aber trotzdem gefallen, weil der Film bleibt sich einfach komplett selber treu. Ich fand den durchgehend spannend, weil
es bewegen sich einfach zwei Personen oder nachher später noch ein paar mehr irgendwie auf diese, auf den Ort der Katastrophe zu, wo man wissen will, okay, was ist da gewesen, und es wird halt immer schlimmer und man weiß nicht, was da so vor sich gegangen ist, und dann auch dieses ganze Endzeit-Szenario mit diesen, ich nenne sie mal Raider, ja, die dann irgendwo sind und irgendwelche Gruppen, ja, und jedes Mal, wenn sie irgendwo anhalten, weil da irgendwie jemand ist oder so, dann musst du halt immer Angst haben, dass dann welche aus dem Gebüsch springen, die dich überfallen und dein Zeug haben wollen und so. Also ich mochte dieses Endzeit-Szenario sehr. Das ist ja so mein Ding, so dieses, wenn dann ein Film gut gedreht wird darüber, gefällt mir das sehr gut. Hat auch sehr gute Effekte gehabt. Coole Stunts, auch so Action-Szenen, war eigentlich echt, hat mir gefallen. Also dafür, dass jetzt auf Netflix, das hat es bei mir auch nur so reingespült, als hier könnte dich interessieren. Mhm. Und ich möchte mal eine kleine Empfehlung da lassen. Ich gebe mal 6,5 von 10. Das ist schon was über dem Durchschnitt liegt. Und wer so auf so Endzeit-Szenarien steht, alias hier The Book of Eli oder sowas in der Richtung, ja, wo irgendjemand sich da so durchbewegt durch so eine kaputte Welt oder so, da ruhig mal reinschauen. Ist ein kleinerer Film, ist jetzt nicht ein riesengroßer Roland Emmerich Endzeitfilm, sondern eher was Kleineres, aber hat mir echt Freude gemacht, ich fand es spannend. Vielleicht lag es auch daran, weil ich lange keine Filme geguckt habe, dass mein Verstand total gehungert hat nach Filmen, egal welcher Art, kann auch sein. Okay, also How It Ends auf Netflix, den von 2018, den mit Dings hier, den ich gerade genannt hatte, mit Forest Whitaker. Den kennt man ja. Dann noch einen anderen Film geschaut, nämlich Nobody. Chris, Keiner. Frage an dich. Magst du den Film Zurück in die Zukunft? Du hast das noch nie gehört von. Magst du den Film Crank? Ja. Magst du den Film John Wick? Okay, wenn du mir jetzt erzählst, dass Keanu Reeves im Crank-Style in den DeLorean durch die Zeit reist, hast du mich. Nicht ganz. hier bei Nobody spielt Bob Odenkirk, den man ja kennt als Saul Goodman von Breaking Bad. Der spielt hier so einen Familienvater und da wird am Anfang so gezeigt. Ah, ich erinnere mich, ja. Dem seine Wochen laufen immer irgendwie gleich ab, ja. Er geht da ins Geschäft, ist da irgendwie so Buchhalter, also so eine kleine Büroklammer, der da jeden Tag pünktlich kommt und ja, mit seiner Frau, da läuft auch nicht mehr so richtig und die Kinder, die Tochter, die hört schon gar nicht mehr so richtig auf ihn. Sein Vater, gespielt von Christopher Lloyd, deswegen Zurück in die Zukunft, sitzt in so einem Altersheim und den besucht er ab und zu mal und wie soll ich sagen? Ihm wird halt auch, oder er wird zu Hause überfallen von einem Gangster-Pärchen, die da ein bisschen was rauben. Und während sein Sohn, ach stimmt, der hat ja auch noch einen Sohn, ja, während sein Sohn sich denen in den Weg stellt und mit einem die fertig machen will. Und er, so Bob Odenkirk, der kommt mit so einem Wolfschläger an, der könnte die locker wegmachen, ne? Die haben aber eine Waffe und so. Er sagt dann aber, er schmeißt den Golfschläger weg und sagt hier, nehmt was ihr wollt und verschwindet und lasst uns aber am Leben oder so. Und das ist natürlich, da steht er natürlich bei seiner Familie, er konnte seine Familie in dem Moment nicht beschützen und seine Frau, die ist die Schwester von einem Arbeitskollegen, besser gesagt einem, dem mit die Firma gehört, in dem er arbeitet, und da spricht sich das dann dort auch so rum, dass er in Anführungszeichen da ein Schlappschwanz ist und nicht mal seine Familie beschützen konnte. Und als dann mal in einem, also dann von der Arbeit nach Hause fährt und in so einem Bus gibt es dann so eine Situation, wo irgendwelche Jugendliche da so randalieren, da tickt er dann halt völlig aus und vermöbelt die halt richtig, wo man dann schon denkt, oh okay, in dem steckt doch mehr, als man eigentlich dachte. Und ja, dumm nur, dass da einer dabei war, dessen Onkel, ich glaube der Cousin war das ja, oder Neffe, dessen Onkel da in der russischen Mafia ein hohes Tier ist, der sehr mit sehr rabiaten Methoden vorgeht, da einfach mal in einem Club da die Whiskyflasche zerbricht und dann mit den Scherben jemand übers Gesicht zieht, einfach mal so zum Spaß und so eine Geschichten, ne? Also wirklich ganz brutale Methoden an den Tag legt und es gibt wohl offensichtlich so eine Art Rentenversicherung für russische Kriminelle, Mafia-Leute, den Oblast.
Und dieser Oblast, das ist quasi eine riesige Menge Bargeld, die unter denen aufgeteilt wird, die dort eingezahlt haben in dieses Ding. Und ja, der steht nun schon ein bisschen auf der Kippe auch, wegen der ganzen Aktion, die Bob Odenkirk da gemacht hatte. Und die Mafia, die wollen den halt ausfindig machen. Er hat halt blöderweise auch seine Polygo-Karte da liegen lassen, nenne ich es jetzt mal, seine SSB-Karte, seine Fahrkarte. Und da kommen die ihm relativ schnell auf die Spur. Und wir stellen dann auch fest, dass in Bob Odenkirk doch ein bisschen mehr steckt, als wir eigentlich dachten, dass er auch noch ein bisschen eine Vergangenheit hat. Und auch Christopher Lloyd, Doc Brown, bekommt noch eine coole Rolle. RZA ist auch mit dabei, hier RZA, RZA. Insgesamt fand ich das einen echt coolen Film, der Regie hat Ilya Naishuler geführt. Der hat zum Beispiel auch den Actionfilm Hardcore gemacht, der auch so aus der Ich-Perspektive gedreht war. Und der war auch als Script-Autor bei John Wick mit dabei. Und das merkt man dem Film halt auch an. Und als Produzent zum Beispiel mit dabei an Bord ist David Leitch. Der hat zum Beispiel Deadpool 2, Atomic Blonde, Fast and Furious und so weiter. Und deswegen kann ich diesen Film durchaus empfehlen. Mir hat er auch Spaß gemacht. Der liegt allerdings auch so bei den üblichen Kritiken. Ich sehe gerade hier IMDb 7,4 von 10. Bei Moviepilot 7,2. Ja, ich leg mich noch ein bisschen drüber, weil mir hat er echt Spaß gemacht, weil der war auch so schön konsequent erzählt. Coole Action und deswegen von mir 8,5 von 10. Klingt gut. Klingt gut, ja. Wunderbar. Vielleicht erwischst du den auch irgendwo auf Sky oder so, da kannst du ja mal reingucken. Ja. Ich mochte auch sehr, wie der so geschnitten war und das ist am Anfang schon so coole Einstellungen drin, wie für ihn jeden Tag der gleiche ist und so. Es sind echt coole Schnitte drin und coole Einstellungen. Auch die Kampfszenen sind top-notch, also das hat so Spaß gemacht. Da wäre mir fast ein bisschen durch die Lappen gegangen, weil ich dachte so, ne, wer weiß, was das so ist, aber cool. Okay, dann geht's weiter mit den Charts und Neustarts. Kinocharts und Neustarts. So. Auf Platz 5 in Stuttgart, Sonic the Hedgehog 2. Auf Platz 4, Downton Abbey 2, eine neue Ära. Platz 3, ein sehr empfehlenswerter Film, The Lost City, das Geheimnis der verlorenen Stadt, haben wir ja auch schon besprochen. Yep, nein, der Sneak. Auf Platz 2, The Northman, der soll auch sehr cool sein. Und Platz 1, immer noch fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse. Läuft aber nur noch in einer Vorstellung. Ach nee, halt 2D Atmos, na, da auch noch eine, also zwei Vorstellungen. Wird dann wahrscheinlich nächste Woche nicht mehr drin sein, schätze ich mal. Glaube ich auch nicht. Und was läuft ein schönes Neues an? Die Biene Maya, das geheime Königreich, der neue Animationsfilm mit Biene Maya. Und dann läuft ein Film, an den ich tatsächlich sehen möchte. Ich auch. Lift Off, mit dir zum Mars, romantischer Sci-Fi-Film mit Lana Condor, Cole Sprouse und Zach Braff. Ja. Das wird mich auf jeden Fall interessieren. Das ist eine Doku, Hopfen, Malz und Blei. Den hatte ich sogar mal getippt, weil der hat auf irgendeinen Tipp gepasst. Eine bayerische Western-Komödie, die Genre-Stereotypen mit Liebe aufs Korn nimmt. Hervorragend. Ich hätte noch Memoria, hintergründige Geistergeschichte und philosophische Betrachtung des thailändischen Kunstkinomachers Apichatpong Verasethakul, die in Cannes mit dem Preis der Jury prämiert wurde. Schatzbolde bestehen darauf, das hämmernde Geräusch, das Tilda Swinton zu Beginn von Memoria mitten in der Nacht aus dem Schlaf reißt, würde klingen wie Apichatpong, weil es sich ja Brüller um den neuen Film handelt von Apichatpong. Oh Gott, das sind. Okay. Ein Drama mit Tilda Swinton, Elkin Diaz und Jeanne Balibar. Okay. Es läuft auch noch an die außergewöhnliche Reise der Celeste Garcia, kubanische Sci-Fi-Komödie über eine ältere Lehrerin, die die Chance wittert, auf einem extraterrestrischen Planeten ein neues Leben zu beginnen. Okay. Und der Rest wird alles der nicht anlaufen. Ja. Ich habe tatsächlich noch eine Empfehlung, obwohl das kann ich ja hier bei Serien quasi fast mit reinpacken, weil es läuft auf Netflix. Es ist aber eigentlich keine Serie, sondern ein Film, nämlich ein Dokumentarfilm. Der nennt sich Rückkehr ins Weltall über das Elon Musk SpaceX-Programm. Und das ist sowas von beeindruckend, das zu sehen. Also zum einen, wie Elon Musk
quasi eigenes Geld investiert hat, um hier wieder ja, ins Weltall zu kommen, weil er auch gesagt hat, ja, das kann ja nicht sein. Wir sind hier eine der größten Nationen der Welt und wir waren schon auf dem Mond und jetzt passiert hier seit Jahren nichts mehr, ne, im Weltraumprogramm. Und als dann eben die Ankündigung kam, dass er mit dem privaten Sektor kooperieren wollen, da hat er eben sein vieles Geld, was er nicht hätte machen müssen, hat er in eine Firma investiert, die, wo eigentlich klar war, er wird da einfach mal ein paar Milliarden verbrennen damit, ja, weil da, du hast einfach mal Fehlschläge, die du, aus denen du lernen musst, um dann Sachen besser zu machen. Und dieser Dokumentarfilm ist der absolute Wahnsinn. Ich habe ihn jetzt schon das zweite Mal gesehen, weil heute habe ich nochmal mit meinem Kleinen zusammen geguckt, der interessiert sich auch so für Weltraum und sowas. Und das ist wirklich echt toll anzuschauen, auch wie sie das entwickelt haben, dass zum Beispiel diese Booster-Rakete, dass die selbstständig wieder auf der Erde landen kann. Ja? Also die, wenn die oben abgestoßen wird, die Trägerrakete, ja, dann landet die unten auf der Erde senkrecht, ja, wie die das gemacht haben, ist absolut irre. Und auch das ganze Programm, wie die ich will nicht zu viel spoilern, unbedingt mal angucken. Rückkehr ins Weltall gibt es auch in Netflix 4K, das sieht so geil aus, also wie immer bei Weltraumsachen. Anschauen. Das war okay. mein Serientipp sozusagen. Okay, Rätsel haben wir ja heute nicht, weil die Kate nicht dabei ist. Dann sind wir ja schon bei den Musiktipps. Das wird ja heute eine etwas kürzere Sendung. Wo habe ich ihn hier? Ah, hier. Music. Chris, was packst du auf die Playliste? Ich packe einen GEMA-freien Song drauf, und zwar Beer Ghost mit 12 Years Hold. Und ich finde den Song so mega lustig. Einfach mal reinhören. Ich gebe nur einen kleinen Tipp. Blockflöten-Solo. Okay. Muss ich mal rein. Gibt es den auf Spotify, wenn der GEMA-frei ist? Ja, okay. Ja. Na, mal schauen. Extra gecheckt. Und ich packe drauf einen Song, der ist zwar schon irgendwie 1-2 Jahre alt, aber den fand ich jetzt irgendwie sehr cool, wo ich den jetzt wieder gehört habe. Und ich habe geguckt, den haben wir noch nicht drauf. Von Enrique Iglesias, featuring irgendwas mit Rapid El Bano. Und den packe ich drauf. Jo, dann sind wir ja schon soweit durch für heute. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt hier an Nacharbeit bedeutet bei der Folge. Eieiei, ein paar Sachen rauskürzen, irgendwelche technischen Sorgen. Und ja, vielen Dank, Chris, dass du auf jeden Fall mitgemacht hast. Gucken wir mal nächste Woche, dass wir es ein bisschen besser hinkriegen. Und ja, freue ich mich aufs Kino morgen. Mal gucken, was uns da erwartet. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Der Kinocast.